ihn feucht und tritt ihn feste, dann gelingt der Mist aufs Beste. War der alte Stapelmistspruch von den alten Bauern. Einige Pferdehöfe machen das heute noch, akkurat zirkeln. Und was haben wir, wenn wir feucht halten und festtreten? Haben wir anaerobe Verhältnisse, also wenig Sauerstoff. Das ist also nicht der klassische Heißrotte mit viel Sauerstoff locker aufgebaut, sondern ist ist eine langsame, milchsäurebetonte, also wo es nicht fault, sondern durch die richtige Mischung oder hier mit den Mikroorganismen in eine Milchsäuregärung kommt. Aber wir machen immer noch Kompost, ein bisschen Sauerstoff kommt ran, also es wird nicht richtig sauer, sondern es wird so ein Zwischending zwischen Sauerkraut oder Silage und Kompost. So. Und ich nenne das Stapelkompost, wir nennen das Stapelkompost. Hier nochmal erklärt auf dem Ding, das ist der fertige. Den haben wir nie umgesetzt, einfach mal so hingestapelt, mit EM gewässert. Da war natürlich Holzkohle, Stein mit Mikroorganismen dabei und mit Pfefferstreu. Die kommt hier mit 5-10% immer mal wieder rein. Und also so, ich sag mal, man macht so typischerweise 5 cm, 10 cm Schichten, macht dann ein bisschen Steinmehl, Holzkohle, Mikroorganismen drüber, also Triaterra-Streu und dann nächste Schicht, so wenn man das jetzt auf einen Schlag aufsetzt. Ne? Aber bei uns ist es so, wir haben immer ein bisschen im Komposteimer in der Küche, haben wir von vornherein immer gleich ein bisschen Triaterra-Streu drin und jedes Mal, wenn wir den ausleeren, haben wir hier wieder was drauf und dann passt es. Also der wird ja auch nach und nach aufgesetzt hier bei euch? Oder ganz normal, so wie es kommt. Ne? Okay. Aus dem Küchenabfall, aus dem Gartenabfall und okay, dann immer und Schritt für Schritt. Und dann wird er nicht mehr oben abgedeckt? Also das doch, am Schluss machen wir normalerweise ein bisschen Pappe drüber. Man sieht das hier, so, hier sieht man es nicht, weil wir komplett zugebaut haben mit... Da ist es ja genau anders beschrieben, ja, dass man die ersten 4 Wochen das oben abdecken soll und dann einfach... Also wenn er dann fertig ist, sollte der 4 Wochen mindestens abgedeckt sein. Dass man mal eine Phase hat, wo er wirklich feucht, anaerob, komplett durchfermentiert. Okay. In der Phase gehen nämlich alle Pflanzenkrankheiten, die drin sind, kaputt. Also diese feuchte, anaerobe Fermentierung, da gehen die meisten Pflanzensamen kaputt, da gehen irgendwelche Schadpilze oder Keime oder Bakterien kaputt. Das ist so eine Phase, die braucht man schon mal. Aber die kann auch sein, wenn man den aufgebaut hat. Die muss jetzt nicht zwischendurch sein. Okay, das heißt, ich kann darin genauso sammeln, ja, wie sonst, wie ich das genau kenne vom Kompost. Und aber gleich ein bisschen feststapeln, ne? Hier, ja, mein Spaten, also gleich ein bisschen verdichten, ja, festklopfen, immer gucken, dass es feucht bleibt, ja, und dann passt es. Ja. Und dann irgendwann, wenn er voll ist, abdecken für 4 Wochen. Ganz genau. Ganz genau. Das ist klar. Das heißt, okay. Mindestens 4 Wochen, kann auch länger, ne? Ja. Ich habe mir jetzt so einen Garten gefasst, so einen Waldgarten gefasst. Den habe ich außen mit Plastik, damit keine Luft dran kommt. Genau. Ist auch okay, ne? Das genau. Diese Lattenkomposter, diese offenen Lattenkomposter, die sind zu luftig, da kommt definitiv zu viel und trocknet auch aus. Das ist eigentlich furchtbar, dass die immer so austrocknen. Das heißt, die muss man eigentlich innen mit einer Folie ausschlagen. Ja, okay. Dicke, eine schöne Teichfolie oder irgendeine, ja, Vorsicht. Genau. Zurücktreten. Wie alt ist der Kompost denn da, den ihr da... Der ist vom letzten Jahr. Okay, und so brauchbar jetzt. Den und der Kompost auch, der muss auch nicht, also es gibt ja so diese... Und das ist hier Herausforderung für die Kleingärtner, den Kompost dann immer schön schwarz durchgesiebt, ganz regelmäßig. Und wenn man da mal ältere Profigärtner fragt, die sagen, der Kompost wirkt eigentlich viel besser, wenn er nicht durchgesiebt ist. Dieses Durchsieben ist viel Arbeit, ist optisch schön, aber für die Wirkung ist das eher hinderlich. Und die Idee ist eigentlich, dass man den Kompost beim Pflanzen kann man ihn durchaus mit ins Pflanzloch machen und so, aber normalerweise würde ich ihn gar nicht einarbeiten. Die klassische Idee ist, dass wir den oberflächlich ausbreiten, wie Mulch. Dass wir da eine Schicht machen von 5 cm oder so und da rein pflanzen. Und dann macht es nichts, wenn da noch ein paar Holzstückchen oder ein bisschen Stauden oder irgendwas noch dabei ist. Das wird da oben von den Regenwürmern dann weiter verdaut. Dann haben die was zu knabbern. Lattenkomposter nehmen, man kann so wie hier alte Paletten nehmen und zusammenbringen. Man kann sich das mauern. Wir hatten auch ein altes Kartoffelsilo da vorne, hinter dem Manitou kann man da mal schauen. Das haben wir zu einem Hochbeet umfunktioniert. Ja, alles ab 40 cm Tiefe funktioniert. Aber 80 cm ist natürlich noch besser. So. Und von grob zu fein, also ganz unten, das ganz grobe Material, da kann man armdicke Äste und sonst was reinhauen. Alles, was im Garten rumliegt. Man kann wirklich mal komplett aufräumen. Alles, was irgendwie organisch ist, Futterreste, Staudenreste,
Streu, was weiß ich, also Mist, ja, Strauchschnitt und so weiter. Alles kann unten mit rein. Dann immer wieder ein bisschen Erde. Das wäre meine Empfehlung, dass wir nicht nur organisches Material machen, sondern Hälfte Gartenerde. Hat man vielleicht irgendwo einen Teich ausgehoben oder ist irgendwo noch ein bisschen was rumliegt. Da muss dann auch nicht viel Nährstoff drin sein. Das kann auch im Grunde Sand sein. Hälfte organisches Material, Hälfte Erde. So, und in jede Schicht immer auch ein bisschen Triaterra-Streu rein. Also diese Mischung Holzkohle, Gestein für Mikroorganismen. So, dass man auf 2 Quadratmeter ungefähr einen Sack Triaterra-Streu, also 10 Liter Triaterra-Streu auf 1 bis 2 Quadratmeter verteilt. Aber in jede Schicht ein bisschen mit rein. Vor allen Dingen in den obersten 30 Zentimetern. Und dann jede Schicht angießen mit Triaterra-Aktiv, also die Mikroorganismen nochmal flüssig. 2 Schnapsgläser, 50 Milliliter auf eine 10 Liter Gießkanne. Dann jede Schicht. Das ist nicht viel, das ist auch nicht teuer. Das ist das günstigste an der ganzen Geschichte. Dass man jede Schicht nochmal intensiv durchfeuchtet mit Wasser und Mikroorganismen. Und dann kann das da richtig abgehen. Ja, und so kann man an einem Tag so ein kleines Hochbeet füllen, den ganzen Garten aufräumen. Oben kommt dann halb verrotteter Kompost, perfekter Kompost oder und oben am besten eine Schicht feine Gartenerde mit möglichst wenig Samen oder eine ganz reifer Kompost ohne Samen, wo man dann theoretisch auch direkt drin aussehen kann oder wenn man nur pflanzt, dann kann man sogar hier direkt mit Mulch oder sonst was arbeiten und dann doch gleich eine Mulchschicht machen. Ja, und dann sofort reinpflanzen. Und reinpflanzen kann man in sowas, das ist ja im Grunde ein Komposthaufen. Und in dem Komposthaufen, ein Terra Preta Komposthaufen von einem Tag auf den anderen. Und da kann man vor allen Dingen Starkzehrer reinpflanzen. Also Kürbisse natürlich, Tomaten, Gurken, Kohl, alles was richtig Nährstoffe liebt, viel, was man im Prinzip auch auf Kompost pflanzen könnte, so ungefähr. Die kann man auch gut im ersten Jahr in so ein Hochbeet pflanzen. Und das wuchert doppelt so schnell wie alles andere. Und im zweiten Jahr, dritten Jahr, wenn es sich ein bisschen beruhigt hat, vielleicht ein bisschen abgesunken ist, kann man vielleicht oben mal wieder ein bisschen Kompost nachlegen. Aber im Wesentlichen zweites Jahr, drittes Jahr, dann kann man mit normalen, auch mal mit Erbsenbohnen oder Zwiebeln, also mit Sachen rein, die nicht ganz so viele Nährstoffe brauchen. Gartenführung. Ja, wir experimentieren mit Kartoffeln auch schon eine ganze Weile. Mit wachsendem Erfolg. Es wird jedes Jahr besser. Und wir sind inzwischen so weit, dass wir es immer auf dem gleichen Beet anbauen. Also wir wechseln eigentlich nicht. Kartoffeln sind sehr gut selbstverträglich. Okay. Das Einzige, was es gibt, so ein paar Krankheiten, also spezielle Kartoffelkäfer, der dann aus dem Boden kommt, aber der fliegt auch ein paar Meter, also von daher ist auch egal. Und hier haben wir es jetzt so gemacht, hier haben wir, also das haben wir vor 2 Jahren, da war das mal ganz verunkrautet, davor haben wir auch schon Kartoffeln hier gehabt, aber da haben wir mal Pappe gelegt. Das kann man auch auf einer Wiese machen oder so, wenn man sagt, man hat jetzt wirklich mal ein Stück Land, was man urbar machen will, das soll jetzt mal ein Beet werden. Völlig verunkrautet oder so wie eine Wiese wie hier. Dick Pappe drauf, aber man muss gucken, die muss wirklich. Du hast zu tun. 90. Das muss wirklich 30 cm überlappen, dass die Ausläufer von den Gräsern und Kräutern, die da durch wollen, die haben lange Triebe. Also da muss man gucken, dass sich das wirklich 30 cm überlappt. Am besten, man geht zum Möbelhaus und holt sich die richtig großen Pappen, macht Klebestreifen und Tacker ab und dann legt man das aus. So, dann haben wir da drauf damals Dämme gemacht, so wie hier jetzt auch, mit Kompost oder Lehm hatten wir da. Oder man kann sogar die ganz schwachere Variante, wenn man nicht genug Erde hat, kann man nur so ein bisschen Erde um die, also Kartoffeln auf die Pappe, bisschen Erde drauf und dann Heu rüber. Richtig viel, 20, 30 cm Heu. Und da kann man auch mal nochmal nachlegen, Heu. Wenn das dann heißt, man müsste jetzt eigentlich anhäufeln, dann wachsen die raus. Jetzt müsste man eigentlich anhäufeln, kann man nochmal Heu nachlegen. Also Heu hat typischerweise ein bisschen an Nährstoff, ein bisschen Stickstoff und wenn das zerfällt, dann kann das tatsächlich die Kartoffeln ein Stück weit nähren. Das Beste ist natürlich grünes Gras. Frisches grünes Gras ist ein richtiger Nährstoffhammer. Also wenn man das hat und damit mulcht, das geht richtig los. Muss das antrocknen? Kann man frisch grün drauf, ja, die Dinge. Und mit Triaterra aktiv angießen, dass es nicht fault, nicht schimmelt. Also mit den Mikroorganismen mal angießen. Genau, das haben wir hier natürlich auch gemacht. Und dann, ja, und dann muss man nichts mehr machen. Wie gesagt, also wir haben es dann hier mit Erde gemacht und dieses Jahr haben wir es so gemacht, dass wir, das machen wir auch jeden Winter, Gründüngung. Also, sobald die Kartoffeln weg sind, kommt Roggen,
Wintererbsen und Raps. Das sind so die einfachsten Sachen. Man könnte auch Rettich nehmen oder so. Aber die drei Familien sind gut. Gräser, also Roggen. Oder man könnte auch Weizen nehmen oder so. Aber Roggen wächst natürlich am besten durch den Winter. Dann irgendeine Leguminose. Wintererbsen sind gut. Und irgendwas, was man im nächsten Frühjahr auch wieder kaputt kriegt. Ne? Raps ist auch sehr gut, weil es ein Kreuzblütler ist. Der macht diese Senföle und so. Das ist wunderbar gegen alle möglichen Pflanzenkrankheiten, Insekten im Boden. So. Also die drei sehen wir aus, da braucht man auch nicht viel. Da braucht man für so eine Fläche braucht man irgendwie 50 Gramm Rapssamen und vielleicht ein halbes Kilo Roggen und kann man beim DM im Supermarkt als Körner kaufen. Dann warten wir wirklich bis zum Tag, wann wir die Kartoffeln legen wollen. Also, weil der Roggen, der wächst schon so hoch, wir sind schon Mitte, Ende April. Und dann will man die Kartoffeln legen und wirklich kurz davor, nicht einen Monat davor, sondern lass die wirklich bis zum letzten Tag arbeiten. Wenn man düngen will, kann man ruhig den Roggen und so, da kann man ohne Ende Urin und Nährstoffe reinhauen, wenn man will. Das nimmt das alles auf, weil es grün ist und im Wachstum ist. Bessern, gucken, dass es auch feucht genug ist. Und dann haben wir es einmal mit DM gegossen, die ganze Gründüngung, und so kurz unter der Oberfläche umgehackt. Auch ein bisschen anstrengend, aber umgraben ist anstrengender. Also einfach die ganze Fläche mit so einer Hacke, stabilen Hacke, kurz unter der Oberfläche umgehackt. Dann hatten wir das ganze grüne Material auf der Oberfläche, wunderbar. Dann haben wir noch die Dämme aus dem Material geformt oder noch ein bisschen Kompost dazu. Oder man könnte es auch wieder mit Heu machen, so Kartoffeln. Und das Witzige ist, der Nachbar ist jeden Tag am Kartoffelkäfer sammeln. Und bei uns ist so gut wie nichts. Also gibt mal einzelne, wir haben ja verschiedene. Da steht mal eine Kartoffelpflanze, die wird ein bisschen befallen, habe ich den Eindruck. Da gibt es mal zwischendrin eine, die ein bisschen befallen ist. Aber dass ich jetzt so ein generelles Problem mit Kartoffelkäfern, also das scheint so, wenn die gut versorgt sind, auch diese Gründüngung scheint interessant zu sein. Das scheinen die zu mögen. Der Friedrich Wenz, der Demeterbauer aus Baden-Württemberg, der die natürliche Landwirtschaft, regenerative Landwirtschaft mit betreibt, der sagt, wenn Kartoffeln mit Grünschnitt gemulcht sind, kriegen die keine Kartoffelkäfer. So, weiter geht's.